Hallo meine lieben Geoleben TV Zuseher, schön, dass du heute hier wieder mit dabei bist bei diesem neuen Video. Ja, es geht heute um die Zwiebel, genau um die Zwiebel, aber nicht so ganz direkt um die Zwiebel, sondern es geht um eine Geschichte, die ich euch nach dem Intro dann schnell mal erzählen werde. Genau so schaut es aus. Die Zwiebel, wissen wir, hat ja grundsätzlich wunderbare Wirkungen, gerade auch der Wirkstoff Quercetin wird auch in der alternativen Krebsbehandlung auch hier mit eingebracht. Natürlich hat die Zwiebel auch antibakterielle Wirkungen. Umsonst haben unsere Großmütter, zum Teil auch unsere Mütter, uns Kindern, wenn wir erkältet waren, Husten, Schnupfen, Heiserkeit, so in die Richtung, Zwiebeln auf die Brust gelegt, vor allem wenn wir uns schwer taten, gut Luft zu bekommen, ein bisschen Faschen drüber und dann war meistens alles wieder ganz gut. Aber um was es heute geht, um einen speziellen Kettenbrief und was ich davon halte, das erfährst du wie immer nach dem Intro. Ja, hallo meine Lieben, da bin ich wieder, muss ich mir schnell mal meine Brillen aufsetzen, damit ich das Ganze lesen kann. Ich lese euch jetzt einfach mal diesen sogenannten Kettenbrief vor, den vielleicht manche schon kennen werden. Ja, im Jahr 1919 starben 40 Millionen Menschen an der Grippe. Ein Arzt besuchte die vielen Bauern, um zu sehen, ob er ihnen bei der Bekämpfung der Grippe helfen konnte. Viele der Bauern und ihre Familien hatten sich mit der Grippe angesteckt und viele starben. Der Arzt stieß jedoch auf einen Landwirt, dessen Familie vollkommen gesund war, niemand im Haus war an der Grippe erkrankt. Der Arzt fragte den Landwirt, was er mache, das sich von den anderen unterscheiden würde. Die Bäuerin antwortete, dass sie lediglich eine geschälte Zwiebel in eine Schale getan und sie in allen Räumen des Hauses platziert habe. Ja, der Arzt dachte, das könnte eventuell das Heilmittel gewesen sein, also fragte er nach, ob er einer dieser Zwiebeln haben könnte. Als er sie unter das Mikroskop legte, fand er den Grippovirus in der Zwiebel. Die Zwiebeln absorbierten offensichtlich alle Bakterien und hielten so die Familie gesund. Also, da stimmt ihm den Satz grundsätzlich mal was nicht. Einerseits hat er den Grippevirus, den Virus gefunden und offensichtlich absorbieren Bakterien und Virus ist nicht das gleiche. Ich weiß nicht, ob das einfach nur ein Schreibfehler ist, keine Ahnung. Nun habe ich diese Geschichte an einen Freund in Oregon geschickt, der mir regelmäßig Material zu Gesundheitsfragen zur Verfügung stellt. Er antwortete mit dieser höchst interessanten Erfahrung über Zwiebeln. Danke für die Erinnerung. Ich kenne die Geschichte des Landwirts nicht, aber ich weiß, dass ich selbst eine Lungenentzündung bekam und sehr krank wurde. Aufgrund meiner früheren Kenntnisse über Zwiebeln schnitt ich beide Enden einer Zwiebel ab, legte sie in ein leeres Glas und stellte das Glas über Nacht neben mich. Am Morgen begann ich mich besser zu fühlen, während die Zwiebel schwarz wurde. So meine Lieben, hier haben wir nun das Corpus Delicti, also die Zwiebel. Ist jetzt circa 5 Tage in meinem Schlafzimmer neben meinem Bett gelegen. Ich habe mich auch die letzten 2 Wochen nicht wirklich so richtig fit gefühlt. Wir haben jetzt so Anfang Februar und wie gesagt, habe mich nicht wirklich gut gefühlt. Kopfweh, immer wieder so Husten und leichte so Grippe, Schnupfen, Erkältungssymptome auf jeden Fall. Ja, jetzt schauen wir mal, ob sich die verändert haben, die Zwiebel. Nein, da ist gar nichts schwarz. Sie sind zwar ausgetrocknet, aber zum Schwarzen hin ist es ein weiter Weg. Ja, gut, ich kann mir nicht vorstellen, so wie es einfach in dem Kettenbrief beschrieben ist, der eine, da das nach einem Tag, quasi nach einer Nacht, die Zwiebeln schwarz waren. Ja, so ist es nicht. Aber wie gesagt, ja, hier hat wohl eher mehr so dieser psychologische, dieser Placebo-Effekt eine gute Wirkung. Wenn wir Magenprobleme haben, wissen wir oft nicht, woran das liegen könnte. Vielleicht sind die Zwiebeln, die wir zuvor gegessen haben, schuld daran. Ja, und das ist auch der Grund, warum sie so gut darin sind, uns vor Kälte und Grippe zu schützen, weil sie eben Bakterien absorbieren. Also hier ist wieder nur von Bakterien die Rede. Und genau aus diesem Grund sollten wir nicht eine Zwiebel essen, die eine Zeit lang aufbewahrt wurde, nachdem sie aufgeschnitten wurde. Wenn eine Lebensmittelvergiftung gemeldet wird, suchen die Beamten als erstes danach, ob das
Opfer Zwiebeln gegessen hat und woher diese Zwiebeln kamen. Höchstwahrscheinlich sind die Zwiebeln, die Ursache Zwiebeln, sind riesige Magneten für Bakterien. So ist es, dieser sogenannte Kettenbrief, der eben hier verschickt wurde, den auch ich bekommen habe von jemandem, der es wohl gut gemeint hat und eben auch weiß, dass ich mich mit diesen Dingen eben auch auseinandersetze und ich dann gesagt habe, ich werde mich auf jeden Fall mal darum kümmern. Ich bin ja jetzt grundsätzlich, und das wisst ihr ja alle, jemand, der an und für sich die Dinge auch gern ausprobiert und sich nicht einfach nur auf Aussagen oder sogenannte Studien verlässt, sondern der die Sachen einfach auch selbst ausprobiert. Und es ist ja nicht wirklich schwierig, ein paar Zwiebeln sich zu besorgen, diese auseinanderzuschneiden, mit der geschnittenen Fläche auf das Teller zu legen und es dann im Raum eben in die Ecken zu verteilen. Das kann man ja mal machen. Ich bin ja soweit wie möglich so offen, dass ich nicht die Dinge sofort als absoluten Blödsinn abtue, wobei es natürlich wirklich schwierig ist, sich das Ganze vorzustellen. Ich probiere es dann einfach wirklich aus und es ist einfach auch das, was ich wirklich gut finde. Es gibt ja auch diesen Placebo-Effekt oder einen anderen Effekt, aber da kommen wir noch hin. Ich habe auf jeden Fall halt, wie gesagt, die Zwiebeln aufgestellt und ich hatte damals, wie ich damit angefangen habe, das ist jetzt sicher schon wieder über einen Monat her, wenn nicht länger, so Mitte Jänner, Anfang Februar schon, eine Zeit lang mit Husten und Schnupfen und so in die Richtung ein bisschen zu kämpfen, habe mich zum Teil auch schwach gefühlt, ja, und dann habe ich das halt so gemacht und am Wochenende habe ich dann wirklich das Gefühl gehabt, es geht mir eine Spur besser, ja. Ich habe das Gefühl gehabt, es geht mir eine Spur besser. Nur weil ich das Gefühl habe, muss jetzt die Zwiebel nicht dafür verantwortlich sein. Ja, schlussendlich, es gibt nicht wirklich Hinweise dafür, dass das wirklich möglich ist, von dem abgesehen, dass ja an und für sich Bakterien und Viren ja nicht dasselbe sind. Auf der einen Seite heißt, die Zwiebel kann Bakterien sozusagen aus einem rausziehen. Das kann ich mir schon vorstellen, wenn man die Zwiebel selber isst. Vielleicht noch, wenn man sie auf die Brust auflegt, aber dass sie direkt aus dem Raum absorbiert, ist, glaube ich, ein bisschen schwer vorstellbar und schon gar nicht Viren. Das ist so, was mein Verstand dazu sagt und was auch die gängige Lehrmeinung dazu meint. Das andere ist natürlich, und das sage ich auch immer wieder, es gibt auch immer wieder einen gewissen Bereich, den wir einfach nicht kennen. Und das, was ich auf jeden Fall gut finde, und das möchte ich auch betonen, ist einfach auch, dass eben für Gesundheit auch unsere Überzeugung und vor allem auch der Glaube daran sehr, sehr ausschlaggebend ist. Und das nicht einfach nur so als Metapher dahergesagt, weil einfach dieses Loslassen können, dieses Vertrauen, es wird alles wieder gut, natürlich die eigenen Heilungskräfte mobilisiert. Wir werden ja nur gesund, wenn die Heilungskräfte mobilisiert werden. Ja? So Mittel können das maximal anstoßen. Heilen müssen wir selber. Und da ist natürlich die Möglichkeit, wenn wir offen sind dafür, natürlich wesentlich größer, als wenn wir von vornherein so sagen, ist ja sowieso alles Blödsinn. Da wird auch das beste Medikament nichts helfen, wenn ich unbewusst sowieso Widerstände gegen oder für Heilung habe. Also das ist aus meiner Sicht schon was passieren kann und das ist auch das, was ich mir gerne offen lasse. Und darum mache ich solche Dinge auch immer wieder, probiere sie, weil ich weiß, ja, es macht was mit mir, es beruhigt mich, es bringt mich in eine Ruhe hinein, wo ich offen bin, offen werde für innere Heilungsprozesse. Das ist für mich ganz klar und ganz logisch. Wenn ich in meinem Körper ständig Widerstände gegen viele Sachen einfach habe, dann habe ich permanenten Stress. Ich muss ständig Stresshormone ausschütten und die sind es dann, die dann auch dafür sorgen, dass sich dann mein Bauch verkrampft, wenn sich hier was so ungut anfühlt, wenn sich hier in der Brustgegend alles verengt. Das sind dann einfach auch Prozesse, die im Körper ausgelöst werden durch Stress. Ja, und wenn ich Möglichkeiten habe, die mich entstressen, die mich in die Ruhe bringen, die mich öffnen für den Heilungsprozess, dann bitteschön, dann finde ich es nur gerechtfertigt, sich auch von mir aus in der Wohnung mal ein paar Tage aufgeschnittene Zwiebeln aufzustellen, wenn es nichts Schlimmeres
ist. Ja, so sehe ich das. Also ich bin jetzt nicht der Meinung, dass die Zwiebel, wie gesagt, hier Viren und Bakterien aus der Luft heraus absorbiert. Aber ich glaube sehr wohl daran und bin überzeugt davon, dass es auf unsere Psyche, auf unsere Seele einfach unglaublich beruhigend wirkt und uns öffnet für einen Heilungsprozess. Also so schaut es für mich aus. In dem Sinne, ja, war es das jetzt mit der Zwiebel und diesem sogenannten Kettenbrief? Ich wünsche mir, dass ihr gesund seid, gesund bleibt. Und wenn ihr es nicht seid, dann schaut es einfach, dass ihr es werdet. Wir bemühen uns, euch hier mit Informationen, mit richtig guten Informationen, euch immer wieder eben zu unterstützen. In dem Sinne, lasst mir ein, zwei Daumen hoch da, schreibt in die Kommentare. Ich freue mich natürlich auch über einen Besuch auf meiner Webseite bewusstgesund-geosix-lebensmut.at oder einen Besuch in der Infobox. Da habe ich einige Empfehlungen für dich. Das in dem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Video. Baba, ciao, tschüss und servus. Bleibt gesund auch in dieser Zeit. Ciao.